Hallo ihr Lieben, letzten Freitag im Video zur Krups Perfect Master Plus, hier oben nochmal der Link dazu, habe ich schon angekündigt, heute geht es um die Tefal Genius, also eine Heißluftfritteuse, die habe ich mir seit Jahren gewünscht und jetzt geht es darum, was ich jetzt davon halte, wo ich es da habe. Ja, seit einigen Jahren wollte ich schon so eine Heißluftfritteuse haben und jetzt haben wir quasi das Original, die Tefal Genius Active Fry. Ja, und ganz ehrlich, das Warten all die Jahre, wo ich es haben wollte, hat sich nicht gelohnt. Das Versprechen ist ja, dass man quasi Dinge frittieren kann und es auch wie frittiert schmeckt, aber es ganz, ganz wenig Öl oder gar kein Öl dazu benötigt und es eben trotzdem genauso lecker schmeckt. Also, es hat die Vorteile vom gesunden Essen und vom leckeren Essen. Aber in der Realität funktioniert das einfach gar nicht. Wir haben jetzt schon mehreres probiert. Wir haben ganz klassisches probiert, wie Pommes, wie Nuggets, Chicken Wings. Also mal ein bisschen was Ungesundes. Wir haben auch mal eine Paella probiert, die wir direkt aus der App runtergeladen haben, das Rezept. Und noch ein paar andere Dinge. Und ganz ehrlich, es hat einfach nie geschmeckt. Ja, es war immer ein bisschen latschig. Es hatte alles keinen wirklichen Geschmack mehr. Vor allem bei der Paella hat alles einfach nur noch nach demselben geschmeckt. Ich habe da keinen Vorteil für mich erkannt. Das sind jetzt alles meine Meinungen, sehen vielleicht andere wieder anders. Was ich da viel besser finde, ist unser Backofen von Bauknecht, den Gentle Stream. Dazu auch nochmal hier oben ein Video. Einfach weil der das knackig hinbekommt, ohne dass man das zusätzliche Öl braucht. Jetzt noch nicht wie frittiert, aber schon wesentlich besser als hier, weil das ist einfach nur latschig. Das hat überhaupt nichts mit frittiert zu tun. Es hat auch nichts mit lecker zu tun. Dazu die Maschine ist sehr, sehr laut. Wir haben die sogar schon, weil wir eine offene Wohnküche haben, in den Flur gestellt, wenn wir die verwendet haben, eben weil das wirklich laut ist. Und es dauert auch relativ lang, so 20, 30 Minuten für eine Mahlzeit muss man schon einplanen, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Dieses Gerät soll angeblich 6 Personen beglücken können. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil Tefal, gut, das ist eine französische Firma, da isst man ein bisschen weniger, aber ich finde, das ist insgesamt doch sehr, sehr klein für 6 Personen. Was mir gut gefällt, ist hingegen die Bedienung. Wir haben hier oben, ich hoffe, man sieht es jetzt richtig, 9 Tastenfelder, die man hier über diesen Button alle durchsteuern kann. Und da gibt es eben 9 verschiedene Programme, dass man es auch auf alles anpassen kann. Da wird dann die Temperatur zum Beispiel voreingestellt oder die Dauer, je nachdem, eben, was ihr auch für eine Menge habt. Soweit eigentlich ganz schön, aber wirklich einfach die Ergebnisse stimmen nicht. Und vor allen Dingen hier dieser Rührquirl in der Mitte. Ich mache nochmal kurz raus, dass ihr auch seht, wovon ich spreche. Das dreht sich dann so langsam mit. Man muss es nicht immer reinmachen, man kann. Aber zum Beispiel bei Chicken Nuggets hat dieses Ding hier die gesamten, oder nicht die gesamten, aber einen guten Teil von der Panade von den Nuggets abgelöst. Ja, und dann war es eben noch weniger frittiert als vorneweg. Deswegen fand ich das sehr, sehr schwierig. Und wenn man jetzt mal genau zuhört, wenn ich das hier drehe, hört man, wie das Metall auf Metall schleift und es ist beides mit einer Antihaftversiegelung versehen. Ich liebe Tefal, vor allen Dingen die Pfanne, die Antihaft ist wirklich sehr, sehr gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut füreinander ist und das wird sich auch dann mit der Zeit zerreiben. Man darf übrigens auch kein Salz hinzugeben, aus genau dem Grund, weil es dann zerreibt, das soll man immer erst nachträglich machen. Ja, ansonsten, was mir auch nicht gefällt, ist einfach, die Hitzeverteilung ist sehr ungleichmäßig. Hinten in der Hälfte wird es sehr, sehr schnell heiß, während vorne das Essen noch quasi roh ist. Da muss man also zwischendurch mal aufmachen und rühren oder man hat eben diesen Rührquirl direkt drin. Finde ich sehr ungünstig. Allerdings, man kann auch ein bisschen damit spielen, wenn man das weiß und eben unterschiedliche Dinge zubereiten will, kann man das eben auch so direkt legen, dass eben das, was länger braucht, hinten liegt. Kann man sich vielleicht mit abfinden, aber erstmal finde ich es so schwierig. Ansonsten sehr schön ist hier oben dieses Sichtfenster, dass man eben von oben schauen kann, wie sieht denn mein Essen zurzeit aus, braucht es noch ein bisschen. Und genauso schön am Ende des Programms, sprich wenn das Ganze fertig ist, piept die Airfry oder Actifry, dann weiß man, okay, das Essen ist fertig und wenn man es überhört, schaltet es einfach nach einer gewissen Weile dann in Warmhaltemodus und man kann sich dann immer noch über warmes Essen freuen. Rezepte für die Active Fry findet ihr ziemlich viele auf verschiedenen Internetseiten wie Lecker oder Chefkoch, aber es gibt eben auch eine extra Active Fry App, die direkt auch vom Hersteller kommt und auch die finde ich schlecht umgesetzt, ehrlich gesagt. Das ist
eine ganz schlechte Suchfunktion verbaut, die Filterkriterien sind schwierig und teilweise sind die Angaben bei den Rezepten auch wieder widersprüchlich. Also ihr seht, ich werde nicht so richtig warm damit. Ich habe auch mich mal ein bisschen umgehört von Bekannten oder eben Bekannten von Bekannten, die so ein Gerät haben. Die waren auch einmal enttäuscht. Die haben gesagt, ganz viele, ich habe das mal gelesen in der Fit for Fun, da wurde das Gerät sehr gelobt. Deswegen habe ich es mir dann gekauft, wollte gesund essen und lecker. Ja, und alle sagen, es hat sie enttäuscht und sie haben es eigentlich kaum verwendet. Und so werden auch wir es machen. Wir werden die jetzt weiterverkaufen wieder, einfach weil wir unzufrieden damit sind. Habt ihr auch so eine Erfahrung gemacht? Haben vielleicht Bekannte von euch auch mal so eine Active Fry besessen und haben dasselbe gedacht? Oder vielleicht habt ihr auch das Gegenteil, dass es eben wirklich sehr gut ankam. Schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Ahoi!